Brennende Geschosse schlagen rund um die vier Abgesandten in Konstantinopel ein und zertrümmern das ein oder andere Haus der imposanten Stadt. Doch viel beunruhigender ist das heruntergekommene Stadtviertel, in dem sich auf der Suche nach dem Buchhändler Christos Balarakis begeben haben. Unheimlicher dichter Nebel und äußerst heruntergekommene, quakende Gestalten umgeben sie. Der letzte Hinweis war Esakos Heraklios, der Balarakis Unterschlupf gewährt haben soll. Die Jäger der geheimnisvollen Bücher sind auch heute wieder Tomasz in der Rolle des Kreuzritters Tancredi Spignola. Servus. Dominik als ahnungsloser Schmied Poggio Ariminium. Bist du denn der ahnungslos? Und Lars in der Rolle des Kämpfers Francesco Bernoulli. Hallo. Sowie meine Wenigkeit Michael, neuerlich als Prior Gregorio. So, Christian, damit ist es an dir. Ja, dankeschön. So schnell ihr könnt, rennt ihr aus dem Nebel, aus dem Armenviertel. Um euch herum glimmen einige Lichter auf, aus den Ruinen, in denen kein Mensch mehr wohnen kann. Hinter euch könnt ihr Quaken und Hopsen hören, wütende Rufe, die keiner menschlichen Sprache gehorchen. Euch wird klar, dass die Eroberung der Stadt und das Niederbrennen vielleicht gar keine so schlechte Idee sein könnte. Doch die Bücher und Schriften müsst ihr immer noch holen. Ihr habt vom blinden, wahnsinnigen Mann einen Namen bekommen, Esakos Heraklios. Am heutigen Tag war die Suche noch gar nicht allzu lang, doch nun ja, wo ihr aus dem Nebel heraustretet, aus dem Viertel, aus dem verfluchten Viertel, könnt ihr sehen, dass es bereits wieder dämmert. Die Zeit arbeitet gegen euch und ihr fühlt euch um viele Stunden beraubt. Tja, wo finden wir jetzt diesen Esakos Heraklios? Haben wir erfahren, welcher Profession er nachgeht oder wo er eigentlich zu finden ist? Nein, wir haben nur den Namen erfahren. Korrekt. Nun, wie wäre es dann, wenn wir einfach mal die in der Runde fragen, ob das ein in der Stadt bekannter Name ist? Mal vorsichtig bei irgendwelchen Bettlern oder Straßenkindern und dann vielleicht weiter über irgendwelche Händler oder, ja, keine Ahnung, Tratschweiber. Tratschweiber. Hm. Ja, das stimmt, mit denen haben wir eigentlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja. Genau, das letzte war nicht ganz so prickelnd. Vielleicht lädt sie euch wieder auf einen Tee ein. So, dann hat man noch das Theodosius-Forum. Esakos Heraklios. Na, ich würde einfach mal impulsiv an jemanden, den ich auf der Straße sehe, herantreten, um ihm in... Oh, das ist schon wieder Sprachen. In welcher Sprache soll ich ihn anreden? Und zwar... Probier's mit Quark. Quark. Um in einem miserablen Arabisch zu fragen, ob er jemanden mit Namen Esakios Heraklios kennt. Wirf mal Glück. Glück. Würde ich dir sogar noch um 20 Punkte erleichtern, reicht aber auch so. Ja, der Mann kann sich auf schlechtem Arabisch dann auch mit dir unterhalten. Also A, er kann Arabisch und B, er weiß sogar, wer dieser Esakos ist. Das ist wohl ein stadtbekannter Adliger, der sein Haus, wirklich eine Villa ist es nicht, in der Nähe vom Blaschernenpalast hat. Und kann euch dann auch eine grobe Richtung sagen, also von hier aus einfach in Richtung Norden. Da müsstet ihr euch dann vielleicht noch zweites Mal durchfragen, aber er ist generell ein bekannter Mann. Okay. Blaschernenpalast, okay. Wird es nicht schwer sein, diesen Esakios zu finden. Anscheinend ist er ein stadtbekannter Adeliger. Die Frage ist, ob wir einfach vorgelassen werden. Ich auf jeden Fall nicht. Nicht so, wie ich aussehe. Nicht so, wie jeder von uns aussieht. Das stimmt auch wieder. Na, ich bin noch nicht angekotzt zumindest. Oder angerotzt. Aber ja, sehr, sehr nobel schaue ich natürlich auch nicht aus. Das stimmt, ja. Unter welchem Vorwand würde er uns überhaupt vorlassen? Es ist ja so... Dieser Adlige hat dem anderen Zuflucht gewährt. Dem Buchhändler, ja. Ja, genau. Das heißt, der Buchhändler und er müssen sich ja wohl kennen, weil sonst gewährt er ihm ja nicht einfach irgendwie Zuflucht. Das heißt aber wahrscheinlich, dass der Adlige Interesse hat, dass der Buchhändler überlebt. Und wahrscheinlich kann sich der Adlige im Falle einer Kapitulation der Stadt aufgrund seines Reichtums vielleicht auch einen gewissen Schutz erkaufen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn wir dorthin gehen und versuchen zu sagen, hey, wir sind hier, um den Buchhändler zu unterstützen, und seine Ware aus der Stadt zu kriegen, jetzt, wie wir das dann andeuten, das sollten wir erstmal probieren, dann rauszufinden, wenn wir vielleicht reinkommen. Aber dass wir sagen, wir sind bereit, ihn aus der Stadt herauszukriegen mit seinen Büchern,
weil wir seine Bücher retten wollen. Wir haben den Auftrag dazu, was ja auch indirekt stimmt. Augenzwinkern Richtung unserem nächsten Papst hier. Ist natürlich sehr spekulativ, wenn wir uns auf sowas begeben, ne? Weil damit legen wir uns ja quasi offen. Ja, natürlich, aber ich glaube... Während ihr gerade diskutiert, wie es weitergehen kann, könnt ihr wieder sehen, wie über euch einige Lichter immer größer und größer werden. Weg, 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 und weg, dann weg. Zu einem gleißenden Feuerball werden, der einige viele Meter neben euch in den Boden aufschlägt. Ein gewaltiges Geschoss, was jetzt vom Himmel gefallen ist, zu eurer Beunruhigung aus dem Süden. Die Flotte. Oh Gott. Aus Richtung des Meeres. Ja, Flotte. Richtig. Ja, der Steinbrocken ist eingeschlagen. Es gibt dann auch sehr viel Tumult, gerade um diese Einschlagstelle. Ihr könnt das Schreien von Kindern hören, das Schreien von irgendwelchen ja, Männern, Leute, die jetzt zu Hilfe kommen. Denn ihr habt dieses etwas herabgeranzte Viertel verlassen und befindet euch jetzt wieder in der normalen Stadt, wenn man das so sagen kann. Aber wenn ihr jetzt einmal in Richtung des Himmels schaut, könnt ihr sehen, wie hier wohl noch ein paar mehr Feuerbälle immer größer und größer werden und die ganze Stadt nach und nach eingedeckt wird. Ich brüll nur, bewegt euch nach Norden, weg vom Wasser, weg vom Wasser. Ich habe große Fragezeichen auf der Stirn. Los, renn! Mir ist es egal, ich laufe. Ich würde auch Richtung Norden laufen. Also ich denke mir nur eins, wenn es wirklich Katapulte sind vom Wasser aus, die haben nur gewisse Reichweite und die werden nicht den gesamten Stadtkern bis zum, ich nenne es jetzt mal nördlichen Mauer erreichen. Also ist jetzt vielleicht unsere größte Chance, wirklich Richtung Norden zu laufen. Ich schlage das Kreuzzeichen und murmel ein Stoßgebet, bevor ich dann mich umschaue, wo die anderen hinrennen. Seid ihr in gleicher Richtung unterwegs oder laufen wir gerade auseinander? Nein, nein, ich schubs euch alle vor mir her. Ja, ich würde, ohne angeschubst zu werden, auch Richtung Norden laufen. Ja, gebt mir einfach mal alle eine Gewandtheitsprobe. Schauen wir mal, wie fix ihr seid, ob ihr dann ja auch den jetzt aus der Straße eilenden Leuten ausweichen könnt. Denn jetzt ist natürlich eine ganze Menge an Chaos. Nein. Francesco kann wohl einer aus dem Haus stürmenden Frau nicht mehr ausweichen und schlägt hart auf den Pflasterboden auf, sodass er sich sein Knie aufreißt. Du bekommst einen Schadenspunkt. Und auch Poggio. Möchte zwei Glückspunkte ausgeben. Und auch Poggio. Ah, okay. Poggio kann gerade noch unter einem Wagen hindurchtauchen, der wohl gerade aus einer anderen Gasse herausgeschoben worden ist oder führerlos ja jetzt durch die Gegend rollt. Kann sich dann einmal abrollen und steht dann auf der anderen Seite. Bin ich froh, dass ich ein Stoßgebet noch abgegeben habe. Der Herr ist bei uns. Ja. Ich rabbel mich halt fluchend auf. Die Lateiner sind da! In welcher Sprache? Das war wohl griechisch. Ja, na, ich würde sagen, wir laufen trotzdem weiter Richtung Norden. Vielleicht könnten wir ja Obdach kriegen bei diesen Sakios. Vielleicht, also es ist eine sehr naive Vorstellung, aber vielleicht haben wir ja Glück. War ja vorhin schon meine Idee. Ja. Ja, es ist die einzige Spur, die wir haben und auf alle Fälle führt sie möglicherweise vom Süden her weg. Von daher, dann los. Ja, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, die ihr dann durch die Stadt, durch die Gassen eilt und rennt, weil ihr hier nicht auskennt, weil ihr hier noch nie wart. Aber dann könnt ihr auch direkt vor euch Kämpfe an der Mauer, an der nördlichen Mauer hören. Nicht unbedingt sehen, aber ihr seid relativ nahe am Goldenen Horn und könnt dann hier die Kämpfe mitverfolgen. Noch einmal von euch einen schweren Glückswurf, um jetzt wirklich noch einmal seine Villa zu entdecken, denn ihr solltet hier euch ein zweites Mal rumfragen. Und ja, das ist natürlich jetzt, ja, vielleicht Gottes Wille. Ja. Aha, extrem. Aha, Gottes Wille, dass man hier jetzt eine Person findet, die euch A, versteht und B, auch noch bereit ist, den Weg zu einer Villa zu weisen. Aber der allererste, den Poggio anspricht, deutet dann einfach nur mit einem Finger in Richtung eines Hauses. Wenn du einfach nur den Namen erwähnst, also Isakos Heraklios, bist du gerade irgendwie in der Nähe, wird auf eine kleine, auf ein Steingebäude gezeigt. Wie gesagt, nicht wirklich typische große Villa, aber von außen nacktes Mauerwerk, ist wohl zweistöckig und es gibt ein großes Tor, was zum Zeitpunkt verschlossen ist oder geschlossen ist und davor niemand zu sehen. Sie ist wohl verlassen, zumindest sieht das so aus. Kann ich mir das Schloss mal angucken? Das könntest du tun, ja. Sind wir da mechanische Reparaturen? Ja, genau, würde ich jetzt so machen, mechanische Reparaturen. Kritisch. Du betrachtest es hier einmal relativ simpel. Du nimmst den kleinen Feuerstein, den dir der Bettler auch noch wieder zurück an den Kopf geworfen hat, kannst dann mit diesem Feuerstein relativ simpel dieses Schloss einmal öffnen. Du hörst, wie auf deiner Seite der Hebel knackt und die Verriegelung wohl freigegeben wird. Ganz schön schlampiges Schloss. Poggio, was machst du da? Verzeih mir, Pater, aber ich will nur weg.
Jetzt ist die Tür schon offen. Ich guck die beiden anderen an. Die Tür ist schon offen. Ich humpel halt rein, also mir ist es jetzt eigentlich der Schnurzepiepe. Tür auf, ich halte sie auf und wenn die anderen nicht nachkommen, dann mache ich die Tür wieder zu. Nun, Vater, wir werden dem Besitzer durchaus erklären können, in dieser Notsituation, denke ich, ist es legitim, zu solch Mitteln zu greifen. Meint ihr nicht auch? Es geht schließlich um unser Leben. Nun, es wird wohl im Sinne des Herrn sein. Damit schlüpfe ich dann als Letzter auch noch hin. Und ich mache die Tür hinter uns zu. Perfekt. Während ihr euch dann umseht, der Lärm der Straße etwas leiser wird, auch wenn er immer noch ohrenbetäubend ist, denn weitere Steinbrocken fallen in die Stadt, brennend wie sie sind, könnt ihr etwas im Innenhof erkennen. Es ist dunkel, nur wenige Kerzen, die jetzt hier diesen kleinen Innenhof, das Atrium, beleuchten. Aber ihr könnt im Schein der Fackel zwei Männer erkennen, die dort stehen, als würden sie auf euch warten. Kreuzritter. Ja, kommen sie mir bekannt vor? Richtig. Okay. Zwei Kreuzritter, die hier Wache stehen und jetzt langsam genüsslich ihre Schwerter ziehen. Nehmt euch in Acht vor diesen. Das sind keine richtigen Kreuzritter. Die sprechen Arabisch oder Byzantinisch oder... Ich drehe mich zu ihm um, grinse und mein, hast du das nicht eben gerade zu dem anderen auch gesagt? Ich weiche mal zurück. Scheiße. Ja, du stehst direkt an der Tür. Die wurde jetzt vom Pater gerade verschlossen. Der hat wohl gerade noch wirklich nicht mitbekommen, was hier eigentlich Phase ist. Er dreht sich jetzt so ein bisschen erschrocken um, wenn du ihn anrempelst. Und die Männer kommen weiter auf euch zu. Ich will auch mein Schwert ziehen. Hast du dein Schwert? Dein Schwert? Ich greife an meinen Hammer. Genau. Welches Schwert? Du hast keins. Nein! Genau, mein Freund. Ich ziehe meinen improvisierten Streitkolben. Du meinst das Stuhlbein mit dem Nagel durch? Ja, improvisierten Streitkolben. Und Ich rucke mal Tancredi an der Schulter und halte dir meinen Hammer hin. Okay, ich nicke dazu und packe den Hammer enthusiastisch mit einer Hand. Das ist ein ganz normaler Hammer. Okay. Ich würde mich bis hierhin, damit ich die Säule habe, um den ohne Helm von mir wegzuhaben und nur gegen den mit der Hauberk, also mit der Kopfbedeckung gekäuft vor mir hätte, den rechten. Ja. Pater. Wie hoch ist denn eure Geschicklichkeit? Wir gehen jetzt in Initiative. Ist okay. Geschicklichkeit ist 50. 50. Dito. Auch. Meine ist 60. 60 für den Kreuzritter. Dann haben wir den Söldner, Priester. Okay, ich habe noch eine Geschicklichkeit offen für den Schmied. Noch 50. 50, Schmied. Dann ist der Kreuzritter zuerst dran. Okay, ich habe mich, nachdem ich den Hammer bekommen hatte, da auch ein bisschen nach vorne bewegt. Bin wahrscheinlich nicht ganz so weit nach vorne gekommen wie der Söldner, aber ja, steht da irgendwo da. Die Kreuzritter nicken sich gegenseitig zu. Der eine möchte gerne den Söldner nehmen und der andere wird dann seinen Bruder quasi angreifen, also jeweils einen. Ist okay. Beide rücken vor. Machen in dieser Initiative-Runde aber noch nichts. Die anderen drei auf der 50. Fangen mit dem Söldner an. Ich würde zuschlagen mit der Hiebwaffe Streitkolben steht bei mir, also Hiebwaffe. Ich würde einfach mal würfeln jetzt und du sagst mir halt, ob ich da ein Minus kriege oder ob ich treffe oder nicht. Das überlasse ich jetzt einfach dir. Wie ist deine Statur? Meine Statur? Statur müsste, glaube ich, plus 1 sein. Ne? Ist plus 1, ja. Ja, dann bekommst du, ich glaube, einen Punkt Erleichterung. Er bekommt zumindest einen Strafwürfel. Okay, weil ich größer bin als er oder was? Er selber bekommt keinen Malus. Nur beim Angriff, ne? Beziehungsweise du bekommst keinen Bonus, er bekommt einen Malus, so ist es, glaube ich. Okay. Okay, dann würfel doch einfach mal. Ich würfel jetzt auf meine Hiebwaffe, Streitkolben, also. Und hätte auf jeden Fall einen regulären Treffer gelandet. Ja, dann kann er einmal ausweichen und das würde er auch gerne tun. Und das schafft er. Er taucht unter deinem ziemlich einfach geführten Streitkolbenhieb durch, grinst einmal und möchte dann in der nächsten gleich selber einmal angreifen. Aber erst einmal ist der Priester dran. Ich halte mich erstmal so ein bisschen in der Ecke und beobachte. Gut. Ich schiebe. Ja, dann ist der Schmied. Ich guck mich panisch um, ob irgendwas Hilfreiches in der Nähe ist. Keine Ahnung. Eine geschlossene Tür hinter dir. Stein oder so. Stein könntest du haben, ja, würde ich dir zulassen. Dann hebe ich einen Stein auf. Okay. Haben die Helme auf? Die haben aktuell keine Helme auf, nein. Das ist gut. Kannst wohl sehen, wie ihre Köpfe zu breit sind. Zu breit für einen Menschen. Sie sehen leicht aufgeschwemmt aus, möchte man sagen. Okay. Auch ihre Augen sind wohl auch ein bisschen zu weit von der Nase weg. Also es sieht ganz merkwürdig aus. Was für Waffen tragen die? Schwerter, Breitschwerter. Okay. Hier dann sage ich, Vater, die Tür.
Und wenn ich noch was machen würde, würde ich versuchen, die Tür wieder aufzumachen. Auch wenn ich einen bösen Verdacht habe. Ja, Schleien aufgenommen, noch ein paar freie Aktionen zum Reden, dann ist die nächste Initiative. Der Kreuzritter fängt wieder an. Tancredi. Ja, ich habe jetzt da gleich ein regeltechnisches Fragezeichen, denn mein Nahkampf steht Nahkampfschwert da. Das heißt, den kann ich nicht verwenden mit dem Hammer, richtig? Ich würde dir einfach einen Malus von 20% geben. Das heißt, du kannst normal auf dein Schwert würfeln mit einem Malus von minus 20. Okidok. Ich finde das fair. Aber mindestens 25. Ne? Genau, mindestens 25, aber wir reden hier von ziemlich hohen Werten und dann. Ja, du schlägst dann auch genauso wie der andere über dem Kopf hinweg, beziehungsweise ein einfaches Schwert halten, sodass pariert wird. Und dann siehst du, wie er selber versucht, auf dich zuzuschlagen. Es ist genauso erfolgreich wie bei dir. Das heißt, er testet wohl so ein bisschen gerade noch aus, Schwert gegen Schwert, will dann wissen, wie du so kämpfst. Auf der anderen Seite passiert das Gleiche. Auch da wird ein Schlag gegen den Söldner geführt und er würde treffen. Und ich darf jetzt ja mit der Hiebwaffe ganz normal abwehren. Richtig. Ja. Na, schaut ja ganz gut aus. Das sieht gut aus. Ja, dann ist die Aktion von den beiden Kreuzrittern rum und der Söldner ist dran. Ja, ich versuche halt jetzt einen Gegenschlag zu führen, weil was anderes kann ich jetzt gerade ja nicht machen. Oh, ja. Ja, er möchte ganz gerne auf seine Parade verzichten, nimmt diesen Treffer und würde selbst noch einmal zuschlagen wollen. Ja, okay, kann ich ja nichts dagegen machen. Richtig. Ja, dann treffen beide. Du musst jetzt halt einfach sagen, weil ich hatte jetzt den Streitkolben, den mir der Michael gesagt hat, macht 1d6 plus Schadensbonus und das ist jetzt hier kein Streitkolben, also ich weiß jetzt nicht, was ich würfeln soll für meinen Schaden. Das ist jetzt eine improvisierte Waffe, ne? Das Stuhlbein. Ja. Knüppel, Stuhlbein mit Nagel drin. Ich sag einfach mal, würfel mal ein W8 plus Stärkebonus. Das ist zu viel, weil der Streitkolben macht schon W6 plus 2. Ja, wieso nicht? Also einfach mal machen. Gerade wenn die Nägel ordentlich treffen, kann das richtig wehtun. Okay, gut. Dann ist plus erstmal das. Das sind 7 und dann gibt's noch den W4 dazu. Der Streitkolben macht eine Wuchtschaden. Du machst jetzt nur noch Stichschaden. Also kriegt er 11 Schadenspunkte ab. Ja, schauen wir mal nach. Du siehst, wie er wohl gerade sein Schwert in dein Bein zieht für 5 Schadenspunkte. Also tut schon ordentlich weh und reißt dir dein Knie auf. Aber du kannst ihm dann mit diesem Knüppel, Nägel drin, das Gesicht aufschlagen, aufreißen und der bricht blutend zusammen. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Ja, ich sehe auch nicht mehr sehr gut aus. Also ich habe eine sehr böse Wunde abgekriegt anscheinend. Ja, von meinen 13 Lebenspunkten habe ich jetzt nur noch, du hast mir 7 Punkte Schaden gegeben, hast du gesagt? Ich muss gerade gucken, 1 plus 4 sind 5. 5, Entschuldigung. 5 Schaden. Ja, ist okay. Genau, also mit dem Knie sollte man demnächst zum Medikus gehen, sonst könnte es sein, dass du da ganz, ganz böse wegkommst und dein Knie für immer verkrüppelt ist. Priester ist dran. Ich lasse erstmal die beiden anderen vor. Also ich möchte in der Runde noch was tun, aber ich warte gerade noch ab. Ja, Schmied. Die Tür, Pater, die Tür. Ich versuche, die Tür zu öffnen. Ja, also die Tür selber hattest du ja geöffnet und sie wurde nur geschlossen, aber nicht verschlossen. Also du könntest jetzt die ganz normal öffnen. Dann tue ich das. Kannst du aufmachen, stehst dann in der geöffneten Tür, vor dir immer noch der Lärm der Straße. Hier hat sich immer noch nichts geändert. Dann halte ich so die Tür fest und warte, ob alle durchrennen, falls ein Rückzug kommt. Ja, Priester kann jetzt noch tun, der hatte einmal verzögert. Ja, ich verzögere immer noch. Okay, dann kommt die nächste Initiative. Wenn du weiter verzögerst, dann entfällt sie einfach. 3, 2, ich verzögere, 1. Also ja, genau, ich warte. Richtig, ja, nächste Initiative, Kreuzritter, Tancredi. Okay, ich täusche einen Schlag von rechts an, um dann von links unten einen Schlag zurückzuführen, muss mich dazu zwar nah ranbewegen, aber... Das sollte gelingen. Auch er wird wieder nicht parieren. Genauso wie sein Bruder, der eben gerade schon auf den Asphalt aufgeschlagen ist, wird er einen weiteren Schlag gegen dich führen. Mhm. Oh, und das sieht böse aus. Dann kannst du Schaden machen, er kann aber auch Schaden machen. Soll ich den Schaden vom Schwert nehmen oder soll ich einen anderen Schaden nehmen? Du hast jetzt was in der Hand? Ein Hammer. Ich habe jetzt einen Hammer in der Hand, richtig, ja. Dominik, weißt du, wie der Hammer Schaden macht? Ich habe nur Kriegshammer. Kriegshammer. Einen normalen Hammer habe ich nicht. Was macht denn der Kriegshammer an Schaden? 1W6 plus 2. Okay, dann mach mal 1W6 plus Stärkebonus. Sehr gerne. Der Stärkebonus ist 1W4.
Das ist schon mal nicht so toll. Also 4 Schaden. 4 Schaden, ja. Dann bekommst du das Schwert in die Brust geschlagen für 9 Schadenspunkte. Und den Crit ignorieren wir einfach mal von ihm. Ja, das heißt, ich habe noch 5 Lebenspunkte. Und das ist auch noch ganz gut. Ja, und er hat noch eine Aktion und da würde er gerne noch ein zweites Mal angreifen. Denn er hatte eben, wie gesagt, auf seine Parade verzichtet und würde es einfach gerne nochmal versuchen. Okay. Könntest du aber parieren, wenn du willst. Er würde treffen. Parieren tut man mit dem Angriffswert der Waffe? Oder ich meine, wie funktioniert? Ja. Okay, ja, dann pariere ich. Du kannst auch ausweichen, aber ja. Na, es ist besser zu parieren. Ja, dann klonkt wieder Stahl auf Stahl und der Söldner ist dran. Gerade vor dir, Tancredi hat jetzt mehr als die Hälfte seiner Trefferpunkte verloren, ne? Ja. Das ist richtig. Das heißt, der hat eine schwere Wunde. Okay. Das Häkchen habe ich jetzt gesetzt. Was hat das für Auswirkungen? Dass du Konsti. Sonst kippst du erstmal bewusstlos. Eine Konstitutionsprobe. Mhm. Okay. Glück. Bricht gut zusammen. Glück. Kann man da Glück ausgeben? Ah, stimmt, ja. Ich setze 7 Glück ein. Gut. Dann kannst du mit den Glückspunkten 7 abstreichen und den Schlag nicht ignorieren, aber tolerieren. Ja. Wie gesagt, dann klonkt Stahl auf Stahl. Der Söldner kann gerade sehen, wie der andere auf den Boden aufschlägt und irgendeine gelbe Flüssigkeit zusammen mit dem Blut auf den Boden, auf den kiesigen Boden ausläuft. Dann willst du dich wahrscheinlich bewegen. Ich mache 1-2 Schritt rüber. Der andere hat 2-mal angegriffen. Der öffnet sich mir gerade. Ja. Und ich versuch's. Ja. Und der kriegt auf jeden Fall eine mit und du kriegst erstmal meinen Stärkebonus. Das sind 4 Schadenspunkte und du hast gesagt, ich soll den W8 würfeln. Ja, dann sind das 10 Schadenspunkte. Beschreib die Situation. Ja. Ich vermute mal dadurch, dass er sich richtig schön geöffnet hat, einen Ausfallschritt nach vorne gemacht hat, um den Kreuzritter in die Brust zu stechen, bietet er mir richtig schön die Seite von seinem Schädel und da geht richtig schön zweihändig, ziehe ich den Knüppel hoch mit den und gebe ihm eine hinters Ohr mit. Und hoffe nur, dass seine Schädeldecke knackt. Ja, ein paar Gehirnstückchen spritzen auch in das Gesicht von Tancredi. Der ist ein bisschen perplex, wo auf einmal der Streitkolben von seinem Söldnerkumpan herkommt, aber ist hoffentlich etwas dankbar. Und dann ist der Kampf auch relativ schnell beendet. Das nächste, was ich mache, ich lasse kurz den Dreckschweine. Zieh den Dolch und schlitz ihm beiden nochmal die Kehle auf. Verrottet in der Hölle. Ja. Dann nähere ich mich mal Tancredi. Ja, ich würde auch direkt nach dem Kampf zu Boden sacken und mich an die Wand lehnen. Und also ich merke, dass überall das Blut rausströmt und halt drückelt so mit der Hand dagegen. Bei mir ist es dann so, nachdem ich die 2 noch mit dem Dolch abgeschleppt habe, merke ich dann auch, dass mein Körper langsam nachgibt. Ich bleib dann so an der Säule stehen und fahre mit einer Hand runter an den Oberschenkel, wo der Schwertschnitt mich erwischt hat. Und ich mache die Tüte. Ich schau mal, ob ich mit Medizin was ausrichten kann. Ja, würfel mal einen Medizinwurf. Ja, du reißt hier deine verdreckte, so einen kleinen Saum, reißt sie ab von deiner stinkenden, widerlichen Robe, reißt sie ab und wickelst ihm das dann so um die Brustwunde, damit erstmal die Blutung aufhört. Kannst sehen, wie da wohl so ein bisschen grüner Auswurf dann auch in diese Wunde reinkommt, aber ja, Hauptsache, es blutet nicht mehr so stark. Ach, eigentlich hört es gar nicht mehr auf zu bluten. Oh. Oh, das sieht schlimm aus. Na, ich ertrage den Schmerz stoisch. Ach, ich gebe nicht so klein bei, also das forciere ich nochmal. Okay, forcieren ist ja nicht dein Schicksal. Genau, ist ja nicht mein Schicksal. Ich sehe da irgendwie einen kurzen Abend auf mich zukommen. Forciere den Wurf. Ich nehme von meinem Untergewand ein Stück, das ist ein bisschen sauberer als. Yay! Yeah. Beschreib die Situation. Ja, in dem Stress, sorry, ich kann mich nicht mal an alle die Sachen erinnern, aber irgendwie war da was mit dreckigen Sachen. Von daher reiße ich da so ein Stück von meinem eher sauberen Untergewand ab und säubere damit die Wunde, insbesondere das, was ich vorhin da halt so reingedrückt habe aus Versehen. Binde da so, mach so Pseudodruckparantmäßig und bekomme also so die Blutung einigermaßen gestillt, sodass Tancredi also dann ein bisschen wieder stabilisiert sein sollte. Ist mit eurem Bein alles in Ordnung, Francesco? Ich guck mal so vorsichtig nach.
Ich hab ja noch den Dolch in der Hand. Die beiden Ritter, die da vor mir liegen, oder die zwei deformierten Typen, die werden ja auch Hosen oder irgendwelche Umhänge anhaben oder sowas, oder? Ja, die haben die volle Montur eines Kreuzritters an, minus den Helm. Na gut, ich schneide mir mal ganz kurz so ein Stück vom Umhang ab, weil ich habe Erste Hilfe. Und ich will mir erstmal nur mal die Blutung in meinem Bein stoppen. Ich bind die erstmal nur mal ab. Ja, dann versuch's mit Erster Hilfe. Der Medizinwurf bringt dir sofort, ich glaube, 3 Punkte Leben, oder wie ist das? 1W3. 1W3, ja, dann gebe ich dir die vollen 3, weil mit 1 kritisch, dann bekommst du 3 Lebenspunkte wieder. Okay. Und Francesco, da knackt wohl irgendwie dein Bein gerade, ist ganz ungesund und du gibst ein bisschen nach. Kniescheibe hat sich wohl gerade rausgedreht, als du es versucht hast zu verbinden. Schreiend gehe ich zu Boden. Vater? Was denn, mein Sohn? Könnt ihr ihm nicht auch helfen? Ja, dann beobachte mal hier, nicht, dass wir jetzt gleich noch irgendwie von hinten umgeworfen werden. 2 am Boden liegende Krieger, das ist nicht... Geh mal nach hier und schnapp mir das Schwert, das er fallen gelassen hat. Breitschwert. Dann die Tür steht immer noch offen und der Lärm der Straße dringt... Was, nee, die Tür habe ich zugemacht. Ach, die Tür hast du zugemacht? Ja, das ist ja schön, dass du das gesagt hast. Habe ich gemacht. Okay. Über euch könnt ihr wieder ein Surren hören und ein weiterer Steinbrocken, der mit aller Gewalt auf die Stadt wieder niederregnet. Irgendwo neben euch könnt ihr es knistern und knacken hören. Also mein Medizinversuch bei Francesco war ziemlich erfolgreich. Gut, dann da... Ich habe jetzt einen Lauf. Richtig. Trotzdem keine 1 bis 5, also da ist der ganz normale W3 dann im Spiel. Den kann sich dann Francesco selber einmal notieren. Ich geh mal rum und such mal nach irgendeiner Stütze für die beiden. Möchtest du Türen aufmachen? Hier in diesem Atrium gibt es keine Stütze, keinen Stock oder so. Es sei denn, du willst jetzt das Schwert oder sowas ranbinden. Ja, also wenn dir eine Tür ist, dann mach ich die auf. Das ist ja die nächste, die da ist. Okay, ja, du machst die Tür auf und siehst eine Küche. Direkt in der Ecke kannst du sehen, wie da wohl ein... offensichtlich ein Mönch, also mit anrasierten Haaren, die typische Kutte, steht da in der Ecke, hält drohend abwehrend ein Messer hoch. Seine Hände sind allerdings auch gefesselt. Und was dazu kommt, er hat wohl auch mehrere Hiebe in Richtung seines Gesichts bekommen. Also ein blaues Auge, teilweise auch schon leicht gelblich gefärbt. Also der wurde schon vor einigen Tagen mal ziemlich hart verprügelt. Okay, ich nehme mal das Schwert in beide Hände und... Wer seid ihr? Du fragst auf Latein, ne? Ja. Er ist verwundert. Andronikos. Andronikos? Ja, er antwortet auf Griechisch, was du dann wieder nicht verstehst, ziemlich schnell. Und ich bin Andronikos dann auf Latein. Ihr Lateiner? Ja, lass das Messer fallen. Ihr erobert die Stadt? Nein, also nicht wir. Er hält wieder das Messer vor sich und... Poggio, mein Sohn, was ist da los? Sticht so ein bisschen in die Luft hinein. Geht weg. Hier ist ein Mönch, sagt, er sei Andronikos. Francesco, wird's wohl gehen? Ja, ich. Das lässt mich auch, als ich das höre, lässt mich das auch auffahren und ich quasi gehe so leicht humpelnd und ungleich, aber ich gehe auch in Richtung dieses Raumes, als ich höre, dass da der Andronikos drin ist. Hunala, hey, warte mal, Hunali, nimm das Schwert von dem Zweiten mit. Ich zeig mal auf den Messer und dass es wegpacken soll. Er schaut so ein bisschen ungläubig jetzt zu dem zu der anderen hageren Gestalt, die da so in der Türspalte drin steht. Geht weg. Tancredi, nimm das Schwert. Ja, okay, das mache ich auf dem Weg. Wir tun euch nichts, wenn ihr uns nichts tut. Nehmt euch, was ihr wollt. Das ist nicht mein Haus. Es gibt hier kein Gold. Alles weg. Mein Bruder, wir sind nicht auf der Suche nach Gold. Bruder? Ihr seid... Ich bin Andronikos. Ihr seid Andronikos. Das ist höchst erfreulich. Wir sind auf der Suche nach euch. Er sticht wieder mit seinem Messer in die Luft. Ich bin nur ein Mönch. Lasst mich in Ruhe. Gestattet mich vorzustellen, ich bin Prior Gregorio. Wir kommen nicht in der Absicht, euch etwas anzutun. Ihr seht nicht aus wie ein Prior. Nun, in diesen Zeiten ist es nicht wirklich einfach, in meinem gewohnten Habitus in diese Stadt zu kommen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ich ziehe mein Kruzifix unter dem Gewand hervor. Er lässt so ein bisschen die Hände und das Messer sinken. Was ist mit den beiden Kreuzrittern da draußen? Ich denke, diese stellen wohl keine Gefahr mehr für uns da. Okay. Und was wollt ihr von mir? Dass ihr das Messer weglegt. Ja, legt es dann neben sich auf diesen kleinen Tisch, wo auch noch so ein geschlachtetes Huhn oder sowas liegt und schaut euch dann so ein bisschen zweifelnd an. Okay, dann nehme ich mal die Waffe etwas runter und guck mich erstmal in den Raum um, ob hier irgendwas ist, was den beiden stützen kann.
Ja, hier wirst du sicherlich irgendwas finden. Was fällt dir denn ein, was du in der Küche finden kannst zum Stützen? Ja, zum Beispiel einen Besen, ja, oder... ja, genau, das habe ich auch gesagt. Keine Ahnung, Feuerholz. Ja, genau, kannst du da vom Backofen nimmst du dir die Schaufel, kannst du dann in zwei Teile treten und prinzipiell dann auch mit deiner Handwerkskunst an das Bein binden. Du kannst auch von den Schemeln, die da sind, ein Stuhlbein abbrechen. Ja, ich werde schon irgendwas finden. Ja. Ist ja egal, was es im Detail ist. Also was zum Stürzen wirst du finden, ja. Okay, könnt ihr laufen? Sage ich zum Tancredi. Wie sehen denn die Verletzungen von dem Andronikos aus? Du sagtest, der hat Prügel einstecken dürfen. Ja, ziemlich hart. Schwerere Wunden oder? Nein, also das hat sicherlich irgendwann mal wehgetan, aber zurzeit ist das gerade auch wieder am Verheilen. Also nichts, was irgendwie schwerwiegend ist. Keine bleibenden Verletzungen. Tancredi? Okay, Tancredi scheint in Ohnmacht gefallen zu sein. Während die da draußen im Endeffekt sich jetzt mit dem Mönch unterhalten und er da anfängt, beim Tancredi zu helfen, die Kettenhemden der zwei Toten, ist da eins davon oder ist einer von denen vielleicht dabei, wo ich sagen könnte, das würde mir passen? Im Prinzip ja. Du bist ein bisschen kräftiger durch deine Statur, aber du könntest die anziehen, wirst dann aber ein bisschen behindert. Na gut. Also ich gebe dir einfach mal eine -10 auf alle deine Würfe, solange du das Kettenhemd dann hast. Ja gut, das ist kein Problem. Auf jeden Fall erstmal sowas, weil wenn jetzt hier mehrere rumlaufen, ich guck mal, dass ich das Größere von den Kettenhemden kriege. Mhm. Sonst haben die ja nichts dabei, oder? Ja, also wenn du dir die betrachtest, die sind in Kreuzrittermontur, Schwert, noch kleine Seitenwaffe, also sowas wie ein Dolch, Umhang ist dabei. Und wenn du sie dann so nach und nach entkleidest und die Rüstung dann selber für dich anziehst, wirst du wohl erkennen, wie sie, okay, bei dem einen, dem du jetzt das Gesicht zerschlagen hast, wirst du nicht mehr so viel erkennen. Aber bei deinem ersten Gegner kannst du erkennen, dass er wohl Kiemen hat hinter seinen Ohren. Ansonsten kannst du wenig ausmachen. Ja, okay. Würfel mal Verborgenes erkennen. Verborgenes erkennen? Ja, klar. Mal gucken, vielleicht fällt mir ja irgendwas auf. Nö. Ja, okay. Dann bist du so ein bisschen beschäftigt, die zu auszuziehen und sonst keine weiteren Merkmale, Hinweise. Andronikos sagt, was machen diese falschen Kreuzritter hier in der Stadt? Ich bin mir nicht sicher. Sie waren plötzlich hier. Ich bin eigentlich hier angestellt bei Heraklios, aber der ist geflohen, schon vor einiger Zeit. Und dann tauchten sie hier auf und sie wollten wissen, wo das Al-Asif ist. Aber das weiß ich selber nicht. Sie sagten, es ist in der Bücherei, aber da wollte ich sie nicht hinführen. Und dann haben sie mich geschlagen. Das Al-Asif. Mhm. Nun, wir sind in einem besonderen Auftrag hier und wir sollen vor dieser nun untergehenden Stadt oder vor dem, was da noch kommt, einige wertvolle Gegenstände sichern für den Heiligen Vater. Für den Heiligen Vater? Ihr kommt direkt aus Rom? Sozusagen. Nicht direkt aus Rom selber, doch für einen seiner Gesandten, der entsandt wurde, um uns diesen Auftrag zu erteilen. Oh, okay. Was sucht ihr? Also was genau? Nun, es wurde uns nur mitgeteilt, es sei in eurer Obhut, in eurer Verwaltung. Es sollen Bücher sein. Um welche es sich genau handelt, wurde uns nicht aufgetragen oder mitgeteilt. Nun, ich war einige Zeit lang einer der Bibliothekare von einem Kloster der Akuimeten. Aber ich wurde dem Ort verwiesen. Aber dort befinden sich Bücher. Das sind wohl diejenigen, die ihr meint. Und wo ist diese Bibliothek? Verzeiht, wenn ich so direkt frage. Doch ich habe den Eindruck, die Zeit drängt ein wenig. Das Kloster selbst ist am Bukoleon-Palast, also auf der anderen Seite der Stadt, im Süden. Ich habe nicht viel mitbekommen, aber wir werden wohl angegriffen. Die Lateiner, die Römer, die Venezier, sie greifen die Stadt an. Dann vermute ich, ist das erste Ziel, was sie haben... Nun ja, von hier aus am Norden der Blaschernpalast und der Bukoleon-Palast oder die Hagia Sophia, aber dort ist das Kloster. Wir müssen uns also beeilen, wenn es drängt. Das sehe ich dann wohl auch so. Hey, Francesco, halt still. Könnt ihr mit uns mitkommen, um uns vielleicht den Eintritt ins Kloster zu erleichtern? Ja, das kann ich wohl tun. Ich glaube, ihr würdet die Bibliothek auch ohne mich nicht finden. Sie ist versteckt. Nun, dann lasst uns sogleich aufbrechen, oder? Wie mobil seid ihr denn? Also, Francesco und... Vielleicht gibt's hier eine Schubkarre. Oder einen Handkarren. Bildtechnisch gesehen fehlen mir, in Klammern, nur 3 Lebenspunkte.
Mir fehlen 6 Lebenspunkte. Also ich werde wahrscheinlich hinterher hinken, aber es wird wahrscheinlich gehen, nachdem jetzt du mir auch... Das ist ein Tischbein angebunden, ja. Ja, du hast es halt stabilisiert. Es hätte auch, kann ja auch angebrochen sein. Und ich vermute mal, dass ich schon ein zäher Hund bin, dass ich damit auf jeden Fall eine Zeit lang laufe, weil es ist verbunden worden vom Arzt, geschient worden jetzt von ihm. Also. Ja, ich guck mich hier nochmal um in den Räumen, ob ich eine Handkarre oder so finde. Ja, wenn du die Tür zum Stall aufmachst, da wo Hühner, Schafe, Ziegen sind, wirst du sicherlich auch sowas wie einen Handkarren finden. Da kann er sich dann reinsetzen, wenn du das möchtest. Dann hole ich jetzt einen Handkarren. Ja. Hier. Kippst so ein bisschen das Heu aus oder das war jetzt eben zu viel ist, sodass er sich dann auch so ein bisschen in das Heu reinsetzen kann und ja, es sieht gemütlich aus. Ich glaube, dass Tancredi mehr diesen Handkarren braucht als ich. Die Brustwunde sieht nicht lustiger. Ich meine ja auch ihn. Nein, das geht schon. Na, hast du es wirklich für mich gemeint? Ja, natürlich, ich komme zu dir und stehe mit dem Handkarren vor dir. Okay. Ich denke nicht, dass das notwendig sein wird. Wollt ihr etwa humpelnd durch eine belagerte Stadt laufen? Und warum sollte ich humpeln, wenn ich einen Schlag in die Brust bekommen habe? Nun, setz da schon rein. Also, ich würde da jetzt noch ein bisschen störrisch sein, wird... Es ist kein Platz für Ehre und jetzt kommt schon. Grigori, schnappt euch den Mönch. Wir müssen durch die ganze Stadt durch und wir wissen nicht, wie lange die Stadttore davor noch halten. Ich würde mir auch noch das andere Kettenhemd nehmen und das Schwert habe ich ja schon gesagt, dass ich das nehme, um ein bisschen besser gerüstet zu sein. Dann ziehe ich einmal vor zum Tor, also zur Tür. Öffne diese einen Spalt breit und werf mal einen Blick nach draußen, um zu sehen, wie es da aussieht. Das Gebäude direkt vor dir brennt, lichterloh, und füllt die Gasse mit Rauch. Trägt auch so ein bisschen jetzt in die Tür hinein, müsstest du also relativ fix wieder zumachen, sonst... Wumm, wieder zu. Verdammt. Gibt es einen anderen Ausgang hier, Andronikos? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, von hier aus, nein. Wie schlimm ist es denn? Es ist ziemlich dicht, der Rauch da draußen. Das Gebäude gegenüber steht in Flammen. Ich glaube, unter der Ölpresse für den Wein gibt es noch einen Zugang zur Kanalisation. Aber ich weiß nicht, ob wir die benutzen können und ob sich dort unten irgendwas aufhält. Ich meine, habt ihr die Ritter gesehen? Also wenn es da quakt, gehen wir da nicht rein. Die waren nicht zu übersehen. Wir finden doch sicherlich hier irgendwo eine Laterne, eine Fackel, eine irgendwas Leuchtmittelmäßiges. Das wirst du sicherlich nach einigem Suchen dann auch auftreiben können, ja, würde ich dir zugestehen. Aus den Fenstern, hier sind ja überall Fenster eingezeichnet, ist es möglich, da rauszusteigen? Schwerlich, die sind ziemlich klein, also von außen ist diese Villa auch quasi nur über diese Tür einzunehmen und dementsprechend kannst du dann nicht durch die Fenster dich durchquetschen. Nee. Wenn wir einfach rennen? Du kannst gerne selber einen Blick nach draußen auf die Straße wagen. Ich konnte nicht sehen, wie weit der Rauch reicht. Ja, was bleibt uns denn übrig? Andronikos wird zumindest das Messer mal nehmen und sich seine eigenen Fesseln dann durchschneiden, sodass er wieder mobil ist. Wir sind schon schlechte Retter, dass wir das nicht sofort gemacht haben, aber ja. Ich guck mal ganz kurz zu Borgi rüber, der ja unseren Tancredi in dem Handkarren da rumschleift und der sich ein Schwert auch geschnappt hat. Und da meine ich so, hast du es dagegen, wenn ich mit deinem Hammer schnapp? Du kannst doch das Schwert haben. Na, ich glaube, du kannst damit besser umgehen. Nein, kann ich nicht. Außerdem trage ich keine Schwerter. Ich bin ja nicht so verrückt in dieser Gegenwart auch noch hier. Dann nimm den Hammer. Gut. Dann lasse ich mir von Andronikos mal in der Weinpresse, Ölpresse da zeigen, wo denn der Schacht ist. Du kannst die Luke dann gemeinsam mit ihm finden und auch öffnen. Dann müsstest du so einen kleinen Bottich dann einmal verschieben, weil er gut drunter versteckt, aber das wirst du hinbekommen und dann siehst du, wie da unten so eine kleine Leiter auch die Kanalisation zu erreichen wäre. Stinkt bestialisch dort unten. Bestimmt nicht schlimmer als mein Gewand. Wie wäre es, wenn wir erstmal, wir haben ja jetzt verschiedene Räume schon angeguckt und wir werden wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass oben im Norden eine Treppe nach oben führt aufs Dach. Ja. Wenn wir jetzt oben aufs Dach gehen, so gut es geht, und dann zum Beispiel, weiß ich, in den Kinderschlafraum oder in den Schlafraum überhaupt reingehen, können wir da aus den Fenstern mal rausschauen, ob wir von da aus einen Blick haben, wo die Straße hinführt, ob das jetzt nur der Rauch ist, der jetzt, sag ich mal, vorne die Eingangsportal zuräuchert und dass wir, wenn wir, weiß ich, 2-3 Meter nach links oder rechts gehen, dass wir dann aus dem Rauch raus sind. Orientierung. Dafür ist der Wurf da. Orientierung.
Kannst du also nach oben dich schleichen und wenn du durch die Fenster... Komm, ich gebe mal 11 Punkte jetzt mal aus. Mir ist das jetzt alles, das gibt aber gar nicht. Alles klar. Du hast so ein bisschen Probleme mit dem Rauch, aber kannst dich dann so durchkämpfen, durchboxen und siehst dann unten nach rechts und links, klar, das Gebäude direkt vor euch brennt und das greift jetzt nach und nach auch auf andere Gebäude über. Die gesamte Stadt ist fast lichterloh in Flammen aufgegangen. Das kannst du über diese Hügel dann relativ gut überblicken. 7 Stück an der Zahl, aber du könntest dich dann mit einiger Eile durch die Straßen dann durchkämpfen. Also da muss man vielleicht ein bisschen Rauch einatmen oder man bindet sich vielleicht ein Tuch oder sowas vor, aber da kommt man noch raus. Gut, und jetzt wissen wir ja alle, dass da unten in der Weinpresse wahrscheinlich auch Essig hergestellt wird, oder? Beziehungsweise Wein, Essig müsste vielleicht auch in der Küche was sein. Würde ich dir zugestehen, ja. Ja, gut. Das heißt, ich sage euch das, wir tunken da Stoffe rein, weil das ich bei 1-2 Belagerungen schon mitgekriegt habe. Die binden wir uns vors Gesicht. Der Essig hält einigermaßen den Rauchgestank von uns ab und dann probieren wir an der Hauswand immer links entlang, an der Hauswand raus, gleich links und dann folgen wir den Häuserwänden und dann Richtung Adelsviertel nach Osten. Ich brauche vom Priester mal bitte ein verborgenes Erkennen. Hauptsache wir machen schnell, bevor das Feuer übergreift. Ich sehe nix. Der beißende Gestank von da unten treibt mir die Tränen in die Augen. Ja, dann brauche ich jetzt eine Entscheidung von euch. Ja, lass uns das machen. Ja, okay, packen wir's. Tücher abreißen, am besten zerschnippeln wir noch die zwei Umhänge der sozusagen Kreuzritter. Die sind groß genug, tauchen alles in Essig ein, binden das mehr oder minder vor unsere Gesichter und dann packen wir die zwei Mönche in die Mitte. Ich gehe vorne weg und du schiebst unseren Kreuzritter hinter uns her. Ja, das soll so gelingen. Also ihr könnt euch dann nach und nach die Tücher alle trinken mit Essig. Werdet ihr in der Küche finden und dann durch den beißenden, qualmenden Rauch auf die Straße. Genau, hier vorne so dann gleich nach links weg, an dem Haus entlang so ungefähr und dann nach Norden, beziehungsweise nach Osten. Genau, dann von jedem bitte noch einmal einen Wurf auf Orientierung und für den Söldner ist der Wurf um 10 Punkte erleichtert. Ich fasse es nicht. Bei einer 10 sogar noch einen Erfolg geschafft. Ja. Du sitzt im Karren, du guckst nach hinten. Wie konnte das passieren? Um 10 Punkte erleichtert. Tancredi ist der felsenfesten Überzeugung, ihr müsstet dann auf der Straße nach links, alle anderen rennen nach rechts und ist dann so ein bisschen entgeistert, als Poggio in die falsche Richtung ihn schiebt. Wartet, Poggio, wartet, da drüber müssen wir. Seht ihr das denn nicht? Der Poggio sieht gar nichts. Da ist doch alles voller Rauch. Poggio sieht gar nichts. Bleib doch stehen, wir müssen da drüber. Nichts da. Richtig. Hier lang. Ich stimme ihm ja zu, weil du gesagt hast, das ist ja nochmal um 10 Punkte nochmal erleichtert, dann komme ich auch auf einen normalen, keinen Fehlschlag, also auf eine Routinewurf. Ja, richtig. Ja, also ihr könnt dann auch die Straße richtig dann nach rechts gehen. Auf der anderen Straßenseite stehst du dann gemeinsam mit dem Priester, allesamt Ruß und Rauch geschwängert, huset nochmal ein bisschen und könnt dann sehen, wie wohl zwei Leute fehlen. Poggio und Tancredi. Oh. Was? Bin doch mitgelaufen. Ja, aber du hast sie verloren in dem Rauch. Jetzt steht ihr gerade so in der Mitte der Straße, der Kreuzritter will in die eine Richtung, Poggio in die andere. Ihr wisst gerade nicht, wo es hingeht. Wo ist Poggio? Priester, schnappt euch den Mann und verschwindet. Ich suche die anderen zwei. Ich drehe mich um und renn zurück. Oder humpel zurück. Humpel zurück. Ja, dann können sich die anderen erstmal einen Schaden aufschreiben durch Brandschaden, ne? Brandrauchgeruch und stehen da immer noch so ein bisschen verloren rum und plötzlich steht dann der Söldner wieder in ihrer Gegend. Tancredi! Tancredi! Können sie da mal am Ärmel packen, wollten gerade wohl in das brennende Haus hineingehen mit der Schubkarre und das wäre, glaube ich, unglaublich tödlich gewesen. Beweg dich, beweg dich! Also ich stelle mich jetzt hinter Poggio und fange an, ihn zu schieben, damit er schneller sozusagen die Schubkarre schiebt. Jetzt nach links, links, links. Ich drücke ihm auf die linke Schulter. Links, links. Aber da drüber müssen wir doch. Halt die Klappe. Schieb. Dann eine Minute später steht ihr auf einem kleinen Platz, wo ihr euch dann sammeln könnt. Der Rest hat es dann auch wohl rausgeschafft. Wie gesagt, überall brennende Häuser, nach und nach. Auch weitere Lichter, die im Himmel aufgehen und von weiteren Geschosskünden. Weiterer Kampfeslärm von der Mauer im Norden. Aber ihr seid auf diesem kleinen Platz und könnt euch hier dann weiter orientieren. Andronikos selber wird wohl auch die Stadt kennen und euch dann sehr direkt in Richtung Osten ziehen, wenn ihr das denn zulasst. Ja, klar.
Ja klar, folgen ihm. Herr im Himmel, los, weg hier. Er weiß ja, wo es hingeht, ne? Ja, ihr lauft. Auf dem Weg dorthin kann er euch noch berichten, dass die Klosterbibliothek der Akoimeten teilweise wohl Bücher aus der Zeit von Alexandria enthält, denn die Bibliothek, die damals verbrannt ist, hat man wohl retten können. Das ist zumindest so das Wissen, was er euch dann weitergeben kann. Und dann wurde wohl vor einiger Zeit auch mal aufgefüllt mit weiteren arabischen Werken. Nach ungefähr einer halben Stunde, einer Stunde, werdet ihr dann die vor euch aufragende Hagia Sophia erkennen und den Bukoleon-Palast. Andronikos selber möchte abbiegen in eine etwas kleinere Kirche, eher eine Kapelle. Auf dem Weg dorthin haben wir irgendwelche Leichen gesehen? Gibt es Todesopfer? Liegen ja, Leute auf die der Straße? Liegen alle auf der Straße, auch Trümmerteile, die dann von einstürzenden Gebäuden künden, sodass man dann auch mit der Schiebkarre einen anderen Weg fahren muss und dann etwas kleinere Gassen nutzen muss. Also ist es überall Chaos und ihr könnt es von überall rufen hören. Auch einige Stadtwachen, die dann verzweifelt versuchen, entweder Brände zu löschen oder in Richtung Hafen laufen in ihrem normalen Tempo. Überall ist Chaos. Die Stadt ist jetzt gerade dabei, erobert zu werden. Woher auch immer diese Schiffe kommen, aber sie sind da. Hören wir es auch quaken? Wie gesagt, bin Söldner. Gibst du mir die Möglichkeit zu sagen, ob ich hier irgendwo ein Schild aufheben kann, beziehungsweise ob ich hier wirklich irgendwo einen Streitkolben finde? Liegt hier vielleicht irgendwo ein toter Soldat oder sowas, den es erwischt hat oder irgendetwas? Oder? Doch, also wenn du einen finden möchtest, dann wirst du unterwegs sicherlich dann auflesen können. Da sind dann auch definitiv ja ein paar kaputte dabei, weil dann Steine direkt auf die Soldaten gefallen sind. Aber du wirst da auch ein funktionierendes finden, wenn du das Schwert nicht mehr benutzen möchtest. Nein, ich komm mit dem Schwert, werde ich nie, und dem Waffe, den Hammer gebe ich dann zurück auf den Dings und schnapp mir so einen Streitkolben, und wenn es geht, hebe ich irgendein großes Schild von den Sarazenen sozusagen auf, und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich jetzt einigermaßen gerüstet bin, wenn was kommt. Dann laufen wir weiter. Also ja, dann könnt ihr in diese kleine Kapelle vordringen, bewaffnet wie ihr seid, und die Schiebkarre dann hier abstellen. Ich vermute dann, in dieser einen Stunde wird sich dann Kredi auch ein bisschen erholt haben. Es sapscht zwar immer noch ein bisschen ungünstig die Brustwunde durch und blutet so ein bisschen die Bandage voll, aber dir geht's jetzt nicht schlechter. Andronikus selber wird dann an der Sakristei vorbei wieder laufen. Es fühlt sich so ein bisschen wie ein Déjà-vu an, auch wenn die Kirche nicht die Markuskapelle ist. Aber auch hier geht es wieder in eine Sakristei auf der linken Seite und in eine Wendeltreppe, die ja genauso seltsam abfällt. Die Winkel stimmen wieder nicht und nach viel zu langer Zeit kommt ihr dann in einem unterirdischen Geschoss an, das sich dann öffnet, und ihr seht eine gigantische Bibliothek, die sich hier euch auftürmt, mit Buchrollen, ein angefüllter Raum, überall ist es Staub. Es gibt ein paar Deckengemälde, es gibt auch Bodengemälde mit sich windenden Schlangen, und ihr könnt wohl auch verschiedene heiligen Figuren hier erkennen. Ein Sammelsurium und wertvoller kann es quasi nicht sein für einen Gelehrten. Retten könnt ihr das auf keinen Fall alles. Wenn ich jetzt hier drin eine Fackel anzünde... Direkt vor euch befindet sich auch ein kleiner Altar mit, ja, auf den ersten Blick sieht das aus wie eine Tischdecke. Also so ein heiliger Steinaltar mit, ja, so einem Tuch drüber. Liegt da ein Buch vielleicht aufgeschlagen? Nein, vollkommen leer. Ja, was mich ein bisschen wundert, ist nur diese Schlangen auf dem Boden. Für mich, für eine Kirche, komisch, aber was interessiert mich das, die Kirche in der Hinsicht? Wenn das hier Feuer fängt, brennt in Sekunden alles. Ich guck gerade, gibt es eine Götterkunde? Ist das Okkultismus, ist es ja eigentlich nicht, oder? Ich würde nur sagen, du kannst es aber unter Okkultismus machen. Doch, warum nicht? Okkultismus, ne? Hört sich am besten an. Das ist zwar nicht die Lehre vom Okkulten, aber bietet sich jetzt an. Also ihr dürft gerne einmal alle auf Okkultismus werfen. Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ja. Wer weiß das schon? Wie gesagt, ihr steht in dieser unterirdischen Kaverne, Bücherei, und wisst nicht genau, wo ihr anfangen sollt. Was macht jetzt der Mönch? Der Mönch schaut euch an. Das sind die Schriften. Die Schriften, die ihr haben wollt. Das sind doch viel zu viele. Ja, aber... Welche sollen wir mitnehmen? Ihr wurdet doch hierher gesandt. Ihr müsst doch wissen, was ihr mitnehmen sollt. Das hätten wir früher fragen sollen. Dann schaue ich sie mir mal näher an. Ich greife einfach ein paar von den Dingern heraus und würde gerne das im Zweifelsfall zu forcieren, indem ich einfach mal, ja, genau... Ich pack mir wahllos welche in die Tasche. Irgendwelche Rollen oder so. Ich drehe zurück und pass auf die Treppe auf, dass keiner
so schnell runterkommt. Gestattest du mir die Forcierung? Für Okkult oder für was? Genau. Ja, würde ich dir zulassen. Oh Gott, was passiert da? Oh. Ach du meine Güte, komplett Fehlschlag. Ich verwandle mich in einen Frosch. Höchstwahrscheinlich. Quark. Jetzt weißt du, warum die anderen quaken. Du reißt diese Tischdecke von dem steinernen Altar. Irgendjemand hat hier wohl Wein verschüttet und nimmst das so, breitest das dann vor den Bücherregalen aus. Du weißt nicht genau, in der Eile der Zeit, die Stadt brennt, musst du einfach irgendwas einpacken und packst dann Rolle um Rolle um Rolle, Buch um Buch in diese Tischdecke, die dann... Das muss auch mit. Das muss definitiv auch mit. Und nein... Das gibt es noch? Das muss... Hier, Poggio, nimm das auch mit. Meine Tasche ist voll. Tancredi, steh hier nicht so rum. Vater, das sind doch viel zu viele. Packt es auf den Karren. Das können wir unmöglich alles hier liegen lassen. Und packt es auf den Karren. Wisst ihr, was passiert, wenn... Ich dachte, es wären ein paar Schriften, die wir mitnehmen müssen. Der Karren steht draußen. Wir müssen alles die Wendeltreppe hochkommen. Den kannst du trotzdem auf den Karren packen. Oder was hält ihn davon ab? Poggio, du schaust gerade auf den Titel des Buches, was er dir da in die Hand gedrückt hat. Das Buch der Himmelskuh muss wohl unglaublich wertvoll sein. Ja, packst es einfach in dieses Tischdeckentuch, was dann euch als Beutel dient. Moment. Du siehst da auch diese Weinflecken. Ist aber viel zu dunkel für Wein. Merkwürdig. Was sind das für Flecken? Hast du erste Hilfe? Ja, jeder hat erste Hilfe. Ja, dann mach mal. Ja, okay, er drückt dir ein zweites Buch. Secreta Secretorium, was auch immer. Testament von Karnamagos. Poggio, steh hier nicht so rum. Mensch, beeil dich. Da hinten das Regal. Mein, nein. Welches? Welches von den 10? Da drüben. Oh, das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Wir müssen die doch... Der Priester bricht erstmal in Tränen aus. Reißt euch zusammen, Pater. Andronico schaut euch komplett fassungslos an. Pater, was habt ihr getan? Was habe ich getan? Das darf nicht untergehen. Das muss doch. Du schaust so auf das Tuch, auf die Bücherrollen. Einige sind teilweise auch zerbrochen, weil sie zu alt sind, weil du sie dann ungeschickt reingeschmissen hast. Und er deutet wohl aber vielmehr auf das Tuch. Das Grabtuch von Jesu Christi. Das kann doch nicht sein. Wie geil. Andronikus nimmt das Küchenmesser und geht auf den Priester los. Was? Klar. Das. Ja, Gewandtheit. Das. Du warst bei 50, er ist da drunter. Also du siehst, wie er auf dich zukommt und mit dem Küchenmesser hat er wohl die Absicht, dich jetzt zu stechen. Kann ich eingreifen? Du bist auch bei einer 50, du siehst das auch. Ja, Drei, zwei, eins. Ja, ich versuche ihn aufzuhalten. Ich würde auch eingreifen wollen. Okay, dann Nahkampfangriff, los. Ich habe ein Schwert in der Hand. Ach so, du hast dein Schwert in der Hand. Nee, du hast gerade Bücher reingetan. Du hast dein Schwert in der Seite. So, Nahkampfangriff. Dann werf ich mit dem Buch ab. Okay, du wirfst mit dem Buch. Dann ich muss gerade gucken, wie wird das gehandhabt im Fernkampf? Werfen. Ja, werfen. Ich gebe dir nochmal eine plus 10. Werfen plus 10, weil die Entfernung so gut ist. Verdammt. Ja, daneben. Wirfst das Buch daneben. Was möchten die anderen tun, Priester? 3, 2, 1. Andronikus! Was? Du schreist ihn an, Andronikus. Schauen wir mal nach. Tancredi. Ich würde mich auf ihn draufstützen, also quasi ihn umwerfen wollen. Okay, dann versuch's. Nahkampfangriff. Nahkampf. Auch du hast Bücher in der Hand, du hast nicht dein Schwert in der Hand. Ja. Ja, und er schlägt einmal mit seinem Küchenmesser nach dir und verletzt dich. Und danach ist er, muss gerade mal gucken, ob er dich trifft, aber du bist nicht sein Hauptziel. Einmal den Roll. Jo, das schafft er. Dann bekommst du ein D4 plus seinen Stärkebonus. Der ist nicht vorhanden. Du bekommst ein D4 Schaden. 4 Stück. Und dann ist der nächste Schaden auf den Priester Gregorio. Und da würfelt er auch einmal. Trifft wieder. Kannst dich gerne verteidigen. Dodge Roll. Dann kommt hier den 4. Und auch du bekommst 4 Schaden. Ja, schneidet zuerst dem Kreuzritter in die Handflächen, sodass er seinen Angriff abbrechen muss und danach über die Robe, über die Brust von Gregorio. Ihr habt das Grabtuch von Jesu Christi benutzt. Für die Bücher. Andronikos, das ist das. Herr, ihr seht doch, wie das Licht hier ist. Das wollt ihr doch. Das ist das. Ich stürze hin zu dem Stapel Bücher, unter dem das Grabtuch liegt und schiebe die ganzen Bücher beiseite. Das sind keine Weinflecken. Das war mir nicht bewusst. Du siehst auf das Antlitz, kannst sehen, wie die Bücher wohl weggeschoben worden sind, staubig, aber du siehst, wie dort ein blutiger Abdruck zu erkennen ist. Das ist kein Wein. Der blutige Abdruck von einer Person, gerade verstärkt um die Handflächen,
und wohl um ja den Seitenbereich, als ob irgendjemand mal eine Person, die unter diesem Tuch lag, in die Rippen gestochen hätte. Von hinten kommt der nächste Schlag des anderen Priesters Andronikus und er würde ganz gerne ja auf deinen Rücken stechen. Darf ich nicht überzeugen mit meinem Entschuldigungsversuchen? Dann versuch's mit überzeugen. Ja, überzeugen, aber schwerer Überzeugenwurf. Ja, gar kein Problem. Und die anderen dürfen auch gerne nochmal versuchen zu handeln. Ja, ich zieh mein Schwert. Du ziehst dein Schwert? Ich habe jetzt eine Runde Zeit gehabt, mich zu ihm hinzubewegen. Ja, ist okay. Und dann donner ich ihm eine. Ich ziehe ihn mit dem Streitkolben eins über. Das ist mir egal, ob ich ihn töte oder nicht. Bam! Ich bin da so super. Bratsch! Ja. Klang. Mach gerne Schaden. Er ist gerade versessen, Gregorio wirklich umzubringen. Du kannst den Wahn in seinen Augen sehen. Genau. Francesco! Tja, der ist doof. Gehirn auf Leichentuch. Gucken wir ganz kurz, habe ich nicht eben gerade, ja, das war eben gerade oben. Stärkebonus vom Ist Schaden. Mit drin, ist alles mit drin. Es sind 6 Schaden. Ich habe schlecht. Achso, okay. Ja, da kommt ja nochmal der Maximalschaden um drauf. Das war ja ein extremer Erfolg. Gut, ja, nochmal Maximalschaden um drauf. Genau. Da kommt nochmal der Maximal, ja. Also nochmal ein 6er. Volle Maximalschaden kommt nochmal 12. Drauf, ja. Ja, okay, dann beschreib die Szene. Er dreht sich ja wohl gerade um, weil unser Vater wahrscheinlich auf dem Boden kniet. Und ich nutze die Chance natürlich wieder mal, wenn sich mir jemand hilflos einen Hinterkopf hindreht, hört man nur noch ein tiefes, dumpfes Knacken. Blut spritzt ein bisschen mehr auf das Grab, du Christi. Und wahrscheinlich sackt über deinen Schultern jetzt auf einmal jemand Schweres auf dich hernieder, mit ziemlich starren und überraschten oder hasserfüllten Augen. Und ich trete dann noch so von unserem Priester runter. Gottes Willen! Was? Ich schau ganz entsetzt auf das Grabtuch, auf dem jetzt jede Menge mehr Flecken drauf sind, und versuche mit meinem Gewand, die alle irgendwie noch schnell abzutupfen und wegzukriegen. Ja, du merkst auch, wie das Blut, die Spritzer ganz frisch in deine Kleidung reinlaufen. Die Kleidung ist egal, aber sie verteilen sich jetzt auch über das Grabtuch. Francesco, Pancho, Wasser, holt Wasser. Ich guck mich panisch um. Nein, das. Hier ist kein Wasser. Ist der tot? Ja, er ist tot. Der ist tot, meine ich nur. Geistige Stabilität von euch allen. Ich erschwere sie euch alle. Ja, ich erschwere sie euch alle um 20. Dann hat's nicht gepasst. Verdammt. Gregorio verliert jetzt einen vollen W10. Oh. Zu sich einfach erschweren? Dann habe ich es trotzdem geschafft. Mit 20 drauf habe ich es trotzdem geschafft. Ja, Francesco verliert nur ein Sanity-Punkt. Der hat wohl nicht verstanden, was das Grabtuch ist. Alle anderen bekommen ein W10 Sanity-Schaden. Keinen W10. Hey, da, los. Jetzt bin ich aber hier. Die große. Also, einen weniger. Jetzt kriege ich aber eine schwierige Umnachtung hier. Tja, Poggio setzt sich auf den Boden hin, schlingt seine Arme um die Knie und wiegt sich leicht hin und zurück. Hin und zurück, hin und zurück. Ich bete das Ave Maria dabei. Ich bin noch zu sehr beschäftigt, damit die frischen Blutflecken von dem heiligen Tuch wegzukriegen, als dass mich irgendwas anderes... Ich reiß jetzt Grigori hoch, guck ihn an, schüttel ihn. Hör zu, Mann, der wollte dich abmurksen. Pack das Tuch, wenn das wichtig ist. Pack es irgendwo ein und wir verschwinden hier. Die Stadt brennt. Hast du mich verstanden? Du kriegst einen richtig bösen Blick von mir. Wir wissen noch immer nicht, welche Rollen, welche Schriftrollen, welche Bücher wir überhaupt mitnehmen sollen. Die Mission hat überhaupt keinen Sinn. Der Kreuzritter schaut gerade so auf ein wahlloses Buch, was er sich noch in den Händen genommen hat. Al-Asif von irgendeinem arabischen Schriftsteller. Was steht da? Abd al-Azrat. Kannst du nicht mal lesen. Wurde von diesem Buch nicht gesprochen? Früher? Al-Asif, davon sprach doch Andronikos, oder? Zeig her. Mit der einen Hand das Grabtuch fest umklammernd, rupfe ich dir das Buch mal kurz aus der Hand. Kitab al-Asif von Abd al-Asrat. Da sind dann natürlich Blutflecken drauf, weil ich ja auf den Händen geblutet habe, weil ich ja aufgeschnitten bin. Ja, ich denke, das sollten wir mitnehmen. Und das Tuch in jedem Fall auch. Und würfel nochmal auf Okkultismus. Einmal muss es doch funktionieren. Ach, das darf nicht wahr sein. Ja, ich schwöre zum Ungläubigen. Möchtest du Glückspunkte? Dir fällt auf, dass das Buch wohl auch in Menschenhaut eingebunden ist, trägt ein schweres Siegel, wohl irgendwelche ja okkulten Symbole darauf. Das Buch scheint sehr wichtig zu sein. Na, wenn es in Menschenhaut eingewickelt ist, dann kann es ja nur wichtig sein. Was wir beide leider nicht wissen. Für mich ist es nur ein Buch wie von den vielen Tausend, die hier drin sind. Ja, ich lege das Buch auf dem Altar, Gott sei Dank. Poggio, kommt gerade die Idee, dass man jetzt die Tischdecke als
ja, kann man ja wieder benutzen. Ich meine, jetzt wurde es ja sowieso kaputt gemacht, dann kann man es auch in die Hand nehmen und sich so einen schweren Büchersack machen. Nein, die Tischdecke hat der Grigori mitgenommen. Genau, den habe ich noch in der Hand. Die hat er zusammengeknüllt und hält es an der Hand, fast an die Brust geklammert wahrscheinlich. Genau, da lasse ich niemanden ran. Eher genau. Im Gegenteil, ich gehe Richtung dieses Altars, auf dem das vorher gelegen hat, lege dieses Buch da ab und falte sorgsam dieses Grabtuch klein passend irgendwie zusammen. Schnapp mir das Buch und lasst uns gehen. Noch größer kann es einfach nicht werden. Okay, ja, dann gehen wir. Ich hinke hinter den her und guck nochmal kurz so zu dem Priester runter. Du, arme Seele, Schwachkopf. Ja, ich wackel da wahrscheinlich noch im Boden rum. Tancredi, du weißt, was das ist. Du weißt, was das bedeutet. Ihr meint das Tuch, Vater? Natürlich, das Tuch, mein Sohn. Das ist das Grabtuch Jesu Christi. Das ist das Grabtuch Jesu Christi. Wir müssen hier raus. Ihr habt recht. Ja, dann lasst uns so gleich gehen. Wir müssen sofort aus der Stadt. Das muss sofort in lateinische Hände. Es muss sofort nach Rom. Wenn du für irgendwas dein Leben geben musst. Dann dafür. Dann gibt's nichts Größeres als dieses. So ist es. So wie die ungefähr 400 Splitter des Kreuzes, die 600 Nägel, die ich schon gesehen habe. Natürlich. Ketzer. Es Grabtuch. Puh. Wahrscheinlich hat irgendeiner was drauf geopfert oder sowas. Poggio. Der hat dir die Hose gemacht, Mann. Steh auf. Lass ihn sitzen. Ich wackel noch ein bisschen. Francesco, nimm ihn auf. Wir brauchen jetzt jeden. Ich steck den Streitkolben in den Gürtel und ihn so am Arm unterm Gelenk und zieh ihn hoch. Beweg dich, Mann. Nimm deinen Hammer, nimm das Schwert und sei endlich mein Mann. Das Grabtuch. Und, da gibt's Hunderge. Tancredi, ist der Weg frei. Ich gehe mal vor und schau quasi, ob außerhalb der Bibliothek, ob da draußen alles in Ordnung ist. Ich schau da quasi ums Eck oder aus der Tür raus. Das Kloster ist vollkommen verlassen, beziehungsweise die kleine Kapelle. Du kannst auch sehen, dass die Angriffe mittlerweile abgebrochen sind. Also es regnet keine Feuerbälle mehr, die Stadt brennt lichterloh. Man wartet jetzt wohl auch. Wenn du von dem Hügel weiter auf die See guckst, kannst du sehen, auch wieder ja eine Armada von Schiffen wartet in der Dunkelheit. Und die warten wohl jetzt bis zum nächsten Tag. Es sieht so aus, als hätte sich die Situation beruhigt, Vater. Der Herr ist auf unserer Seite. Jetzt, dann lasst uns gehen. Verliert keine Zeit. Wohin? Lasst uns gleich zum Hafen gehen, oder? Wir werden gleich versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Hallo, guckt euch da mal an, wo ihr hinwollt. Da draußen steht eine christliche Armada. Und wir wollen jetzt mit einem Ruderboot da durch? Nun, sie werden uns doch hoffentlich als Christen erkennen. Aha, die ganze Stadt hier ist christlich. Als lateinische Christen. Woher? Steht das dir auf dem Kopf? Was sollen wir sonst tun? Habt ihr bessere Vorschläge? Nein. Wir müssen aus der Stadt raus, wir müssen diese Bücher, wir müssen das Grabtuch sogleich in sichere Hände bringen. Das Grabtuch! Der Herr wird mit uns sein. Habt Vertrauen einfach in ihn. Wir haben das Grabtuch. Das Grabtuch. Vertraut einfach. Habt Vertrauen. Wär's eine Möglichkeit? Kennt ihr euch mit Wappen aus, mit Bannern? Nun, natürlich. Das ist Teil meiner Ausbildung. Haben wir die Möglichkeit, vielleicht zu erkennen, ob eins der Schiffe ein Flaggschiff ist? Vielleicht von irgendeinem König, von irgendeinem Baron, der Kirche zugesandt ist? Vielleicht sogar ein rotes Kreuz mit weißem Grund? Oder Johanniter, Malteser? Dass wir uns denen sozusagen in die Hände geben mit diesem Tuch? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder wir versuchen, über die Kanalisation rauszukommen. Auf keinen Fall! Ich glaube nicht, dass wir mit dem kleinen Ruderboot durch diese Armada durchkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir könnten auch versuchen, abhängig davon, wie weit die Armada jetzt wirklich von der Stadtmauer weg ist oder vom Hafen weg ist, vielleicht einfach mit dem Ruderboot raus, wieder rund um die Stadt herum und auf der Nordseite bei Kalata anlegen und dann halt dort quasi mit Leuten reden. Wir können es natürlich probieren. Wir können es natürlich probieren, wenn wir eng am Ufer bleiben. Genau. Brüder, habt einfach Vertrauen. Wir sind nicht einfach so, wir haben nicht einfach so das Grabtuch gefunden. Es ist Gottes Willen, dass wir es. Es ist durch meine Hand, die Gott geleitet hat, in deine sicheren Hände gekommen. Die werden doch keine Ruderboote angreifen. Die werden wahrscheinlich alles angreifen. Sie werden uns nicht angreifen. Also, geht zum Hafen. Ich folge euch. Ich lächle nur und folge. Ja, okay, dann gehen wir zum Hafen. Mhm.
Selbstverständlich, alles ist komplett zerstört. Auch der Hafen hat sehr groß gelitten. Ihr könnt auch erkennen, wie die einzelnen Schiffe, die hier noch einmal vor Anker lagen, hoffnungslos niedergebrannt sind, beziehungsweise immer noch am Brennen sind und jetzt langsam vergehen, untergehen und den Hafen so ein bisschen versperren. Denn, naja, das, was ehemals von der Flotte vom Byzanz übrig geblieben ist, ist jetzt nicht mehr existent. Der Hafen komplett trümmern. Da müsste man jetzt schon richtig Glück haben, um ein einzelnes Ruderboot zu finden, was dann aus dem Hafen raus könnte. Finde ich auf dem Weg noch ein Schild? Ein Schild? Ja, ein Schild kannst du haben. Gegen mögliche Pfeilhagel. Ja, zur Not eine rausgebrochene Tür oder sowas, die man als Schild benutzen kann. Etwas handlicher sollte es schon sein. Gib mir mal einen schweren Glückserfolg und dann können wir über ein Ruderboot sprechen. Schweres Glück. Normales Glück, kein schweres. Oh, Tancredi findet eins. Also zwischen den Planken des ehemaligen Steges irgendwo eingezwickt sehe ich Kopf, also mit dem Bauch nach oben ein Ruderboot, das offensichtlich noch intakt ist. Dann wird das umgedreht. Gucken wir mal, dass wir irgendwelche Bretter, die wahrscheinlich im Wasser schwimmen, durch den zerborstenen Steg und die zerborstenen Schiffe, dass wir die als improvisierte Ruder benutzen. Mhm. Seht ihr, Vater? Der Herr ist tatsächlich auf unserer Seite, sonst hätte er uns dieses Boot nicht überlassen. Seht ihr, glaubet und es wird euch geholfen. Noch sind wir nicht in Sicherheit. In mir mehrt sich das Vertrauen. Hast du noch immer kein Vertrauen gewonnen? Glaube mir. Damit steig ich ins Boot. Steig auch ins Boot. Möchtet ihr an Byzanz bleiben oder möchtet ihr auf die Armada zurudern? Nein, an Byzanz. So gut es geht, würde ich sagen. Also, wenn ihr nicht, also auf die Armada würde ich nicht zurudern. Ja, ich glaube auch nicht, dass das die beste Idee ist. Also wenn, dann müssten wir doch sowieso nach Norden. Genau. Weil bis dahin kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst. Wir müssten eigentlich wieder dahin, wo wir aufgebrochen sind und dann wieder zurück, weil wir waren ja oben in diesem Lager von wie hieß die Stadt? Galata. Aktuell seid ihr am Konstantinhafen. Genau. Da unten, ach du Scheiße. Ja, da sind wir. Ja. Ja, denn sind hier die meisten Schiffe. Natürlich. Also müssen wir sowieso an. Ja. Wir müssen jetzt nach rechts. Müssen wir hier vorbei? Nach rechts rum, genau. Weil durch die Bergkette kommen sie ja nicht durch. Ja, wir schon. Ja. Aber nicht die, deswegen ja. Und dann rudern wir wieder Richtung Topane? In welche Richtung geht denn die Strömung? Das ist ja eigentlich relativ einfach, weil wir haben gar keine andere Chance mit so einem Ruderboot. Naja, vom Bosporus ins Meer, beziehungsweise vom Goldenen Horn ins Meer. Ihr müsstet jetzt also gegen die Strömung rudern. Und ich glaube, das ist ein sehr übles Unterfangen. Lasst uns lieber nach Westen treiben. Nach Westen treiben, also hierhin. Ja, mit der Strömung. Aber das ist doch die Armada der ganzen Kriegsschiffe. Genau. Also die Armada befindet sich ungefähr hier und dann müsstet ihr auf alle Fälle mal mit den Leuten reden. Was, hier? Ich dachte, die haben hier. Die komplette Armada steht so, wie ich jetzt gerade angedeutet habe, so steht die Armada. Ach so, einmal rum. Aber ja, das ist eine riesige Armee, die jetzt davor steht. Ja, und was ist, wenn wir da so auch wieder entlang vom der Stadtmauer rudern und da oder uns treiben lassen, also schön nah an der Stadt dranbleiben und dann hier irgendwo. Also wenn ihr so zum Eurytheushafen und dann hier, das gelingt, also das ist nicht so schwer zu rudern, gerade wegen Strömung und so, das kriegt ihr schon hin. Und dann hier an Land gehen. Also während ihr schwätzt, driften wir schon irgendwo hier hin, ne? Also ich versuche Richtung Bosporus zu rudern. Wenn natürlich ich merke, das geht nichts, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich 2, 3, 4, 5 Mal paddel und ich merke, ich komme gerade nur 1 Meter weiter vorwärts, dann bringt das nichts. Also wenn ihr den Bosporus hoch wollt, brauche ich 2 erfolgreiche Stärkewürfe. 2 erfolgreiche Stärkewürfe? Dann könnt ihr den Bosporus hoch, beziehungsweise Goldenes Horn hoch und wenn das nicht klappt, dann müsstet ihr jetzt eben mit der Strömung treiben. Okay, ich versuch's mal. Stärkewürfe sollte ja drin sein. Also bitte. Einmal? Ja, das klappte. Ihr habt dann 3 kräftige Männer an Bord und einen Priester. Boah, ja. Alter. Extrem. Kritisch. Der Außenborder. Der Priester kann gar nicht rudern, der hat das Tuch in der Hand. Genau. Also ihr könnt jetzt den Bosporus hoch. Das ist jetzt eure Entscheidung, die ihr habt. Ja, machen wir Bosporus. Das ist wahrscheinlich das Sicherste. Ja, dann wär's, glaube ich, das Gescheitere. Dann könnt ihr mit dem Ruderboot euch in der Nacht entlang bewegen, den Hafen nach zunächst Osten und dann nach Norden an der Sperrkette entlang und seht hier auch, wie die Mauer gerade am Bröckeln ist. Beim Goldenen Horn hat man hier wohl mehrere Ausfälle gewagt und hier hat man die Stadt noch nicht durchbrochen, aber das ist nur eine Frage von Zeit. Am nächsten Tage wird diese Mauer höchstwahrscheinlich nachgeben, gerade wenn von der anderen Seite weitere Hilfe kommt in Form von riesigen Feuerbällen.
Ihr könnt dann den Bosporus einmal überqueren und bei Pera, bei Galata an Land gehen und hier euch dann wieder dem Kreuzritterlager anschließen. Am nächsten Tage, dem 13., wird die Stadt fallen. Hoffnungslos niedergebrannt. Der Buguleon und der Blaschernenpalast wird unter den Grafen aufgeteilt, die anwesend sind. Unter den verschiedenen Leuten, die mitgefahren sind, reißt man ihn sich sofort unter den Nagel. Die verschiedenen Symboliken aus Kirchen werden eingeschmolzen, also goldene Kreuze, damit man das nicht mehr wieder zurückverfolgen kann. Wenn hier Christen auf Christen treffen, dann ist das ein Schlachtfest. Warum genau man jetzt so vorgeht, ist nicht bekannt, aber das ist einmal Fakt. Es werden Wachen aufgestellt, und zwar an allen Toren, sodass hier keine Leute auch raus können mit ihren erbeuteten Schätzen. Die werden alle konfisziert, sodass ihr wirklich, wenn ihr mit euren Schätzen gar nicht hineingeht, das einzig Richtige getan habt. Denn auf normalem Weg kommt man in die Stadt nicht rein und nicht raus. Da wird alles konfisziert, auch Bücher. Aber die befinden sich ja schon in eurem Besitz. Die Reise zurück nach Rom bzw. nach Venedig wird sehr anstrengend werden und von uns nicht weiter thematisiert. Fakt ist, dass euer Auftraggeber ein paar Jahre später das Al-Asif in seinen Händen hat und dementsprechend aus dem Arabischen übersetzen kann. Das Kitab Al-Asif wird im Griechischen geheißen Necronomicon. Selbstverständlich werden unsere Helden voll entlohnt werden. Ihre Sünden, die sie begangen haben, werden ihnen vergeben. Auch die, die sie noch begehen werden, sollte es dann vorkommen. Und auch die ihrer Kindeskinder werden ihnen vergeben. Der Pater Gregorio wird, nachdem er seine Wunden wieder regeneriert hat, zum Kardinal erhoben und nach Rom bestellt. Man ist ihm dort sehr dankbar. Alle anderen bekommen ihr eigenes Körpergewicht in Gold aufgewogen und werden lange, lange Zeit sehr glücklich leben. Selbstverständlich werdet ihr entlohnt, weil die Kirche interessiert sich nicht für Gold und Reichtümer, wenn sie ein Buch dafür bekommt und das geheime Wissen daraus. Und das Grabtuch. Das Grabtuch von Turin bzw. Jesu Christi Grabtuch verschwindet im vierten Kreuzzug. Es taucht nicht wieder auf. Niemand weiß, wo es nach dem vierten Kreuzzug gelandet ist. Niemand. Irgendwann taucht das dann später in Turin wieder auf, aber wir wissen alle, dass das eine Fälschung ist. Und mittlerweile wissen wir auch alle, wer es eigentlich entwendet hat und was damit passiert ist. Genau. Und damit endet unsere Geschichte. Das ist ja ein richtiges Happy End, ne? Byzanz niedergebrannt. Weil wir nach Norden gerudert sind. Ja, das ist halt Kollateralschaden, aber für uns? Warte mal ab, bis du aus den Traumlanden wieder aufwachst. Ja. Dankeschön fürs Leiten. Hat Spaß gemacht. Ja, dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. War super coole Geschichte. Dann bis zum nächsten Mal. Yo, ciao. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Wär's eine Möglichkeit? Kennt ihr euch mit Wappen aus, mit Bannern? Nun, natürlich, das ist Teil meiner Ausbildung. Haben wir die Möglichkeit, vielleicht zu erkennen, ob eins der Schiffe ein Flaggschiff ist? Vielleicht von irgendeinem König, von irgendeinem Baron, der Kirche zugesandt ist? Vielleicht sogar ein rotes Kreuz mit weißem Grund? Oder Johanniter, Malteser? Dass wir uns denen sozusagen in die Hände geben mit diesem Tuch? Ein Lazarettschiff? Nein, Ritterorden... Originale Ritterorden des Mittelalters. Malteser, Johanniter. Schon klar. Die Leute, die keine Geschichte kennen und das hier anhören. Deutschorden kann auch noch dabei sein. Hast du noch immer kein Vertrauen gewonnen? Glaube mir. Damit steige ich ins Boot. Steige auch ins Boot. Glucker, glucker, glucker. Blub, blub, blub. Genau. Schnitt näher ins Boot. Ja, wir fangen dann das Paddeln an. Row, row, row your boat. Nein, wir verwenden das Tuch nicht als Segel. Als Fahne. Okay.
dann hier an Land gehen. Oder einfach weitertragen, bis nach oben. Das halte ich jetzt für nicht so eine gute Idee. Zwischendurch Stopps machen, was zu essen? Ja. Ja, einen kräftigen Schmied. Ich sehe schon, du bist durchaus hochsehr erfahren, ne? Was? So sind die frühen Leute auch nach Amerika gekommen. Mhm. Genau so. In Ruderbooten, in winzig kleinen... Nee, aber in kleinen Kanus, immer am Ufer entlang. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.